Ruin von Zilantlis. Steht hier noch was? Nee. Ich bin dem merkwürdigen, tödlichen Wind, der durch das Tal gewütet ist, knapp entkommen. Jetzt aber bin ich in den uralten Ruinen gefangen, von denen uns der Karawanenmeister deutlich gewarnt hat. Ich werde einen Weg durch die Ruinen finden müssen, um mich in Sicherheit zu bringen. Was sagt mein Tagebuch? Obwohl du ursprünglich aus Edir stammst, ich glaube, das hatten wir schon. Nee, obwohl du ursprünglich aus Edir stammst, hast du deine Heimat schließlich verlassen, als es neue Lande zu unterwerfen gab. Der Reishaber ließ nach, da die grausamen Taten, die du zur Eroberung des Landes begangen hattest, schließlich schwer auf dein Gewissen lasten. Letztendlich spürst du, dass du es zurücklassen musstest. Die Reise nach Goldtal stellt für dich die Chance, da dich niederzulassen und ein neues Leben zu beginnen. Als du mit deiner Karawane nach Goldtal reistest, wurdest du krank. Der Karawanenmeister schickte dich mit einem seiner Gehilfinnen namens Kalisa fort, um nach einer Arznei zu suchen. Als ihr nach der Arznei suchtet, gerietet ihr in einen Hinterhalt und das Karawanenlager wurde von wütenden Einheimischen niedergemacht. Nachdem du sie besiegt hattest, wurdest du fast von einem Wind getötet, der drohte, dir die Seele aus deinem Körper zu reißen. Du entkamst mit Theodan und Kalisha in eine uralte Ruine. Ja, Wolf, junger Wolf. Müssen wir noch mehr besiegen, um die Sachen zu lesen? Okay. Absolutely. Aber jetzt gehen wir erstmal weiter. That should be far enough. But what now? Hier, das Brust hebt und senkt sich mit jedem Atemzug, merke ich. Das sollte weit genug sein, aber was jetzt? Storm has to die sometime. Wir sollten nach einem anderen Ausweg suchen. Irgendwann muss der Sturm ja nachlassen. Was ist da draußen passiert? Kalisha schüttelt den Kopf. Windsturm, und zwar von der Sorte, wie es sie nur in Erglandfahrt gibt. Dass sie nicht von vielen Leuten überlebt werden, weiß man kaum, was wahr ist. Das glamfatalische Wort ist Biawik. Für sie ist es der Weg der Götter, jede Seelen des Landes zu ernten, die den Ausweg nicht alleine finden konnten. Aber sie nehmen lebende Seelen gleichermaßen wie Tote. Hast du deine noch? Wer hat uns angegriffen? Lafatana, das waren dann die Hüttenbewohner, vor denen dich Odima gewarnt hat. Sah nach Fangzähnen von Gellerwen aus, den reizbarsten aller Stämme. Sie ziehen mit dem Ziel, Kolonisten zu bekämpfen, von Ruine zu Ruine. Armer Odima, ich glaube, das hat er fast erwartet, nachdem wir die Hauptstraße aus den Augen verloren hatten. Die Lafatana sagten, wir wären in die Ruinen eingedrungen. Das glaube ich einfach nicht. Odima hätte es niemals gestattet. Die Fänge mögen ja durchaus Hitzköpfe sein, aber generell greifen Glafatal doch nicht ohne Provokation an. Entweder haben sie etwas gesehen und falsch aufgefasst, oder... Sie blickt den vorausliegenden Weg hinab. Unter uns befinden sich Plünderer. Das ist etwas, was wir jetzt gar nicht gebrauchen können. Was ist mit den anderen in unserer Karawane? Kalista presst die Lippen zusammen und ihr Kinn kräuselt sich. Sie spricht mit schwacher Stimme. Jetzt hat sie das Rad erwischt. Sie blickt auf. Mögen ihnen die Götter in ihrem nächsten Leben mehr Glück gewähren. Das scheint dich aber alles nicht besonders aufzuregen. Laisha schaut ihr direkt in die Augen und sagt mit unbeständigem Unterton in der Stimme: Vielleicht kennst du mich auch nur nicht gut genug, um zu wissen, wie aufgeregt aussieht. Außerdem, vielleicht habe ich auch schon Schlimmeres gesehen. In der Tat, und ich bin trotzdem weitergegangen, weil man sonst nichts anderes tun kann. Und weil es noch andere Leute gibt, die dir etwas bedeuten und die dich noch brauchen. Und dann lass uns losziehen. Ja, er ist zum Glück nicht verletzt, dass wir rasten müssten. Okay, andere Richtung erst einmal. Wonder who is here. See if they left anything useful behind. Jemand anderes ist schon hier gewesen. Wir sollen uns auf den Weg machen. Rastvorräte sind immer gut. Hammer und Meißel. Kleiner Schild und eine Fackel. Sonst war hier nichts gut. Karte sagt auch nichts Besonderes.
Ja, ich weiß nicht, was ich mit dem kleinen Goblin-Kobold-Verschnitt hier machen soll. Eine zitternde, kränkliche Gestalt kommt sich auf einem Speer stützend aus der Dunkelheit hervor. Durch ihre schuppige Haut zeichnen sich knorrige Ellbogen und dürre Rippen ab. Aber du kennst ja seinen Xaurib. Er beobachtet dich vorsichtig, während er flatternden Seufzern atmet. Deine Arme erheben und stillstehen. Als die Kreatur ihren Kopf zur Seite neigt und sich dir nähert, stößt sie ein weiches, kehliges Klickern aus. Die Kreatur beschnüffelt dich und findet nichts, was sie interessiert. Sie tritt zurück und nimmt abermals ihre defensive Haltung ein. Schon gut, ich werde dir nichts tun. Der Zauber springt zurück, behält seinen Speer aber immer noch fest in den Händen. Als die Kreatur ihren Kopf zur Seite neigt und sich dir nähert, stößt sie ein weiches, kehliges Klickern aus. Ja, sie interessiert sich nicht. Dann langsam zurückweichen. Der Xaurib beobachtet dich, als du misstrauisch gehst. So, eigentlich will ich ja das, was hinter ihm ist, plündern. Und da wird er aggressiv. Naja, tut mir auch schon ein bisschen leid. Reliefjuwel, zerfetztes Tagebuch. Dieses kleine Büchlein ist an mehreren Stellen zerrissen. Viele Seiten sind mit Blut durchtränkt. Eine der hinteren Einträge ist jedoch noch lesbar. Ich kann mein Glück nicht fassen. Ich habe beim Würfeln ein echtes ingvitalisches Artefakt gewonnen. Der Kerl, dem es gehörte, sagte in seinen Augen, sei es hübsch, aber wertlos. Er ist nicht bereit, in irgendwelchen Ruinen herumzugraben. Wenn er aber recht hat, dass dieser Edelstein zu einem versteckten Schatz führt, dann ist es das gewiss wert, sich an ein paar bemalten Elfen vorbeizuschleichen. Ich breche morgen nach Zeladlis auf. Da muss ich nur das Relief finden, von dem er sprach. Okay, das heißt, das geht mal zu dir. Du hast einen Gegenstand erhalten, Quest. Ein vegetarisches Relief-Juwel wurde im Dings abgelegt. Ich kann das übrigens zu... Wobei, den... Sollte ich zu ihr packen und den Rest einfach... Ups. Mitnehmen. So. Weil ich kann Zeug hier reinpacken. Das wird wahrscheinlich Misk sein, oder? Nö. Also ich kann so Zeug reinpacken. Aber ich kann nichts austauschen. Wahrscheinlich deswegen klappt das so dann. Warte, hast du das gehört? Ja, da ist ein junger... Wie heißen die Tierchen nochmal? Skuldur-Welpe, genau. That looks weak. Could be a shortcut. So, da könnten wir durchbrechen. Will aber den Hammer und die Meißel nicht unbedingt dafür jetzt vergeuden. Look at the tiles. What are those symbols? That roundish symbol. I'm pretty sure I saw it on one of the tiles back there. Dieses rundliche Symbol, also zurück. Warte, die Fliesen haben. Was sind das für Symbole? Dieses rundliche Symbol. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das auf einer der Fliesen da hinten gesehen habe. Mhm. Auf dieser Säule ist ein gestalteter Kreis eingraviert. An ihrem Fuß steht eine ungezündete Feuerschale. Du könntest sie anzünden, wenn dir die Mittel dazu zur Verfügung stünden. Ja, mit der Fackel anzünden. Rasch entzünden sich Flammen in der Feuerschale und winden sich empor. Ja, rasch entzünden sich Feuer.
Diese Wandmalerei muss uralt sein, doch die Farben sind noch immer kräftig und strahlend. Die Malerei zeigt eine Position von Invitanern aus allen gestandenen Rassen. Amauer, Elfen, Orlaner, Zwerge und Menschen. Sie scheiden durch Säulen, ähnlich wie die in dieser Kammer. Oben auf jeder Säule befindet sich eine Flamme. Also ja, Tipps, um dieses Rätsel zu lösen. Und ja, hier ist der schwarze Schleim. Eine Mordaxt. Das wäre natürlich auch noch so eine Alternative. Also der Pole-Axe. Halb Axt, halb Hammer. Ja, ich will mal kurz versuchen. Kann ich die Sprache hier umstellen? Oder musste ich dafür... So, jetzt müsst ihr eigentlich... Ne, jetzt ist es immer noch Mordaxt. Interessant. Also kann die Sprache wahrscheinlich hier nicht umgestellt werden. Weil ich kann mich daran erinnern, dass die Mordaxt eine der Waffen war, wo der Titel dann komisch klang. Woher ist denn dieser Schleim gekommen? Dieser zähflüssige und ölige Dreck bleibt am Alk kleben, dass sie berührt. Ja. Diese Wand läuft ein viskoser Teppich einer schwarzen, derartigen Flüssigkeit hinunter. Die Formen und Ausbeulungen im Schlamm lassen vermuten, dass etwas darunter liegt, aber du kannst nicht erkennen, was genau. Den Schlamm mit einem Wasserschlauch abwaschen. Du spülst den Schlamm weg und deckst das plastische Relief eines Männergesichts auf. Der im umgebende Sonnenschein ist stellenweise abgeplatzt. Lassen die Einzelheiten seines Kopfes von den dichten Locken bis hin zu den Furchen seiner Spitzohren immer noch bemerkenswerte Handwerkskunst erkennen. Eine Augenhöhle ist leer, die andere füllt ein Juwel. Platziere das Juwel in die Augenhöhle. Die Kammer beginnt zu poltern und verstreute Felsbrocken tanzen über dem Fliesenboden. Letztendlich stürzt ein großer Wandbereich ein. Ja, so kann man es auch nennen. Ah, Schleimi. Ernsthaft? Ja. So, da ist ein Schutzumhang. So, und die Sachen werden abgelegt. So, jetzt haben wir den Umhang schon mal. Ja, ich find's doof, dass ich mein Schwert verloren habe, aber Schwerter findet man. So, das heißt eigentlich... Stay quiet. Yes? Absolutely. Dass ich mich hier langsam durchbewegen kann. Durch die nicht leuchtenden. Fresh air in here. I think we found it. Hier gibt es frische Luft. Ich glaube, wir haben einen Ausgang gefunden. Anscheinend hat sich auch der Sturm gelegt. It's like the storm passed too. Okay, so. Hm? Und jetzt als letztes du. Gut. I'm here. Hi, Spiddies.
Okay, die haben wir richtig zerlegt. I could scout ahead, see what's around the corner.